Ja, zur bundespolitischen Bedeutung der Wahlen. Wir werden natürlich jetzt in Thüringen die Entscheidung haben. Entscheidet sich die SPD, insbesondere die SPD, aber auch die Grünen für den nötigen Politikwechsel oder kriechen sie wieder unter die Decke einer großen Koalition? Wir können nur dringend raten, den Sprung zu wagen. Die SPD ist aus einer großen Koalition mit großen Schrammen rausgekommen. Eine Fortsetzung dieser Koalition würde weitere 5 Jahre Stagnation bedeuten. Es hätte aber auch das bundespolitische Signal. Wir bereiten uns nicht auf die Option Rot-Rot-Grün vor, sondern wir können nur große Koalition. Ich glaube, das wäre fatal. Wir registrieren natürlich, dass es hier um landesweite Wahlen und Entscheidungen geht. Man kann nicht sagen, dass das prägend für die bundespolitische Ebene ist, aber eine Absage an den Regierungs- und Politikwechsel würde schon das Signal ausstrahlen, wir können nur große Koalition. Ich glaube, die SPD hätte große Probleme, dann noch einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Sie würde damit in Verbindung gebracht, nur einen Vizekanzlerkandidaten aufstellen zu können, weil es dann keine andere Option gibt. Wenn sie also bundespolitisch eine andere Option aufrechterhalten will als große Koalition, muss sie auch in Thüringen springen, auch wenn das dort natürlich die Genossinnen und Genossen vor Ort entscheiden, bei uns und auch die wahrscheinlich die Mitglieder der SPD. Ich bin aber überzeugt, wir haben eine rot-rot-grüne Mehrheit. Sie liegt auf dem Tisch. Die Übereinstimmung in den Programmen ist relativ hoch, wenn es danach ginge. Und die Ausgangsposition kann auch für die SPD, für die Grünen nur besser werden. Ein Weiter-so würde, glaube ich, allen schaden. Es würde aber ein Reformprojekt auf der Bundesebene doch stark in Frage stellen. Deswegen hoffe ich, dass hier die entsprechende Vorlage geliefert wird. Dann haben wir auch eine bessere Chance auf ein Reformprojekt 2017 im Bund.